Ahoi und herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Play Fear 3. Nachdem wir die Toilette runtergespült wurden, befinden wir uns jetzt in den Slums. Ja, ich spiele mal wieder über mein Headset. Get up, they're coming. Damit das Ganze ein bisschen schauriger wird, auch noch während es draußen dunkel ist. Und wir laufen jetzt mal hier so ein bisschen durch die Gegend. Da hat wohl ein Arzt unterschrieben. Kuckuck. Hey, geh doch nicht weg. Alles sehr bewuchert hier. Oh mein Gott. Wow. Die Frau vom Slenderman. Was macht die denn hier unten? Das ist nichts für eine Frau hier unten in der Kanalisation. Alles so schmutzig und wabbelig und... Springe. Whoopa Gangnam Style. Whoop. 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 Ich kriege hier schon wieder meine epileptischen Anfälle. Na, wenn man das gewohnt ist, mit Steuerung sich zu docken, ne? Spinnennetze. Meine Anfälle werden auch immer stärker hier. Ja, das war ein bisschen größer als eine Ratte. Und da kam jetzt auch ein Geräusch. Da war schon wieder was. Nehmen wir jetzt mal unser Seelenband hier. Da hört jemand was. Oh, nee, jetzt krieg ich voll auf die Fresse. Können wir doch gar nicht wehren hier. Okay. Lass mich in Frieden. Ja, komm her, du geile Sau, ey. Was? Nee, ich bin kein Pedo. Geh weg. Ich will die andere wieder haben, die Schwangere. Geh. Schießt du jetzt nicht auf ein wehrloses Kind? Alles gut bei dir? Nö. Der löst sich einfach auf. Hier hat sich wer ein gemütliches Feuerchen gemacht. Da liegt schon wieder jemand rum, den wir einsaugen können. Und ich krieg schon wieder hier meine epileptischen Anfälle. Macht die elektromagnetische Strahlung, glaube ich. Echo Squad's gone dark. Das da vorne sieht aus wie eine Krake. Die Wurzeln. Helikopter, das sieht auch ein bisschen aus wie ein Ausweg. Wir wollten ja sowieso weg. Und Aufstieg. Granate verbessert. Plus 1. Na dann. Können wir jetzt eine Granate mehr tragen. Stirb, Ratte. Es war Ranzratte. Er läuft hier auf meinem Kanal rum. Das finde ich nicht gut, dass der in meinem Let's Play hier auftaucht. Sehr unfreundlich. Oh, hier. Ein hübsches blaues Knicklicht. Lässt du die Leute wohl in Ruhe? Und du da hinten läufst auch nicht weg. Hörst du? Ich hab nichts gesehen. Was, die deutsche Version? Trotzdem quatschen die irgendwie auf Englisch und ist trotzdem geschnitten und irgendwie finde ich das Ganze merkwürdig hier. Keine Ahnung.
Genauso wie die Preise in den Läden für Computerspiele. Hier noch irgendwas? Nee. Das sind aber echte, richtige Slums, ey. Ha, Lappen. Ey, lass mal den Typen da in Ruhe. Du gehst weg. Och, die Waffe, die streut ganz schön. Körperchen. Die will ich haben. Jo, mach besser die Fenster zu. Du bist doch hier drin noch, oder? Bam, Fotze. Bam. 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 Weg mit euch, ihr Lumpies. Lumpi ist das ultra krass moderne Schimpfwort. Das kicken wir erstmal auf. Wir schießen hier schon wieder. Ja, jetzt plus 1 Granate. Nutzen wir gleich mal aus hier und schmeißen mal eine Runde komplett daneben alles. Da war doch auch einer. Ach, der ist noch gar nicht kaputt. Uah. Schmeißen die da. Na, noch nicht. Weißt du alle? Nee. Ah. Du. Arsch, ey. Versteck dich da noch nicht. Ich komme hier gar nicht hoch. Will aber. Geht doch. Kann ich nur einen Seelenband machen hier. Na. Toll, da denkt man kann man so eine Tür auftreten und das knallt einmal. Sag ich doch, dass wir den zum Kappen brauchen. Camper. Was ist das denn hübsches? Ein Scharfschützengewehr. Quatsch. Mann. Hallo. Ich will doch hier wieder rein erstmal. Mann. Wie du gehst da rein? Weg. Sonntag bei Battlefield, ey. Yay. Get down! Lost target. Ich höre noch wen, aber ich sehe keinen mehr. Somebody get eyes on the target. Enemy sighted. Ah, da. Die Glotze ist stabil, ey. Das war noch richtig deutsche Wertarbeit. Hier ist schon wieder irgendein Krach. Ich versteck mich. Wer quatscht denn hier noch, sag mal? Wo geht's hier überhaupt weiter? Hier auch nicht. Von da oben komme ich. Ich will hier runter. Dankeschön. Von da komme ich. Also muss es ja hier irgendwo weitergehen, oder nicht? Hier durch die Tür wahrscheinlich. Ne, auch nicht. Ah, ist das jetzt in meinem Zimmer oder? Sind die Geräusche hier in dem Spiel? Das ist gerade ein bisschen gruselig irgendwie. Oh, sag mal, bin ich blöd, ey?
gibt's doch gar nicht. Hier geht's rein. Meine Fresse. Wie geht's jetzt auch nicht weiter? Auch nur so ein Seelenband. Das ist kein scheiß Seelenband. Und wieso ist hier gesperrt? Verfickte Kacke. Ach, da unten bist du. Musst du dich jetzt platt. Jetzt kann ich hier durch, war ja klar. Endlich hat's mal geklappt, ey. Warte ich schon die ganze Zeit drauf. Mal so richtig so. Bam! Und dann. Weißt du. Oh, ein Grill. Hallöchen. Was machst du denn hier? Oh, ein Gastank. Hihihi. Ich kann Grills durch die Gegend schießen. Ba-ba-ba-ba-ba. Legen wir uns hier nur ein Stündchen schlafen. Da schwirrt wieder was rum. Die muss aber mal sauber gemacht werden. Das ist wieder eine Glatze. Machen wir jetzt. Man, this is Charlie 26 actual. Lost sight of target. Target acquired. Don't move. Seit wann können die das Ding drehen? Ey! Mann! Weg mit dich. Ja, wir ziehen es erstmal zurück. Ich glaube, das war. Nein! Nicht zugehen! Lebt der Typ noch? Ne. Ey. Knallen die mir die Tür vor der Nase zu. Immer noch actionhafte Musik. Das heißt, hier irgendwo tummeln sich noch Gegner rum. Hier ist nichts. Warum kann ich denn hier rein? Hier ist echt nichts. Actionmusik vorbei. Actionmusik geht weiter. Also die KI ist wenigstens nicht so blöd wie in anderen Spielen. Wow, wow, wow. Was kommst du denn her? Guck mal, Granate. Und ich hab nicht mal erwischt, ist das traurig. Mami! Ich hab Mami gefunden. Hm. Fernsehen läuft auch nichts Spannendes, irgendwie über die Pleite von Amerika oder so. Hey! Hier geht's weiter. Müllsammler? Das ist kein Müll. Auch die Munition. Weg mit dir. Der war Müll. Der Typ. Geht's auch nichts Besonderes?
Die Musik bleibt dramatisch. Eine Zap-Granate. Ach, das sah gerade aus wie irgendwas, was explodiert, wenn ich drauf schieße. Ah, das Ding gefällt mir. Ah, macht witzige Geräusche. Da macht irgendwas. Wow! Weg da! Geh weg! So much for an easy escape. Das gefällt mir mal ganz so gar nicht. Das gefällt mir. Busha. Na, Dickerchen? Der lebt ja immer noch. Das war jetzt komplett daneben. Weg ist er. Ja, ich sehe das. Ihr beschießt mich hier von allen Seiten, ihr Arschkrempen. Ist gerade neben. Wow. Na, schmeißt doch weiter, als ich dachte. Ach, das sind ja jetzt diese Zapper, ne? Geh wieder runter, ey. Gerade visuell. Ich bin Gerichtsvollzieher, buja. Eis on Target. Uah. Ich mich selber schocken hier. Oh, sag mal, bin ich heute zu blöd, um Granaten zu werfen? Da soll die hin. Oh shit. Kontrollpunkt laden. Das war unklug von mir. Mann. Jetzt muss ich die tolle Waffe weglegen, weil die Muni alle ist. Ist auch geil. Bring ich mich hier selber um. So, mein Gerichtsvollzieher habe ich wieder. Der Freak ist auch tot. Da schmeißen wir jetzt nochmal eine Granate sicherheitshalber rein. Obwohl hier eigentlich alles weg sein müsste. Lauf doch nicht weg! Da bist du ja, du Lump. Dass jetzt so klug ist, sich hier oben hinzustellen. Bam! So. Mal doch mal zusehen, dass wir hier vorankommen, ey. Okay, dann folgen wir mal den Helikopter. Chopper Echo 10-4, deliver remaining payload to LZ-1 Beta to support Phasecaster.
Copy, Command. Be advised, my instruments aren't looking that hot. Request to fall back once payload is dropped. Employee, Hotel 5. Was ist das denn für ein Spinner? Das gefällt mir gar nicht. Der Penner beschwert ständig neue. Ich verstehe kein Wort, du Arsch. Ich will nicht schon wieder sterben. Ist gut jetzt. Da haben wir ihn doch. Der Weg nach oben. Ist das doch eine Leiter? Tatsache. Geschafft! Dann danke ich euch fürs Anschauen. Auf jeden Fall Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar. Liked meine Facebook-Seite. Und ja. Ich freue mich dann schon auf Teil 3. Und tschüss. Ich hoffe nur, dass du dich an deine Flugausbildung erinnerst. Natürlich. Ich habe nicht eine Sekunde an dir gezweifelt.